Zu Füßen der Burg Schönfels im hügeligen Vorland des Erzgebirges breiten sich die 7500 Hektar Felder und Wiesen eines landwirtschaftlichen Großbetriebes aus. LPG Pflanzenproduktion Schönfels. Wie noch überall in der DDR sind Futterbau und Tierhaltung auf getrennte Genossenschaften verteilt. Die einen bestellen das Land, die anderen halten die Rinder und Schweine. Flüssigdüngerlager, Tankbatterie wie in einer Chemiefabrik. Alles eigenhändig gefertigt und installiert von den Schlosserbrigaden der LPG. Im Vergleich mit anderen LPG erstaunlich wenig PS-Einsatz und Arbeitskräfte. Auf 100 Hektar Fläche nur 6 statt wie DDR üblich 10 bis 12 Arbeitskräfte und nur 300 statt 400 PS. Diese Zahlen lassen auf eine in der DDR-Landwirtschaft ganz unübliche Produktivität schließen, obwohl die staatlich verordnete Trennung von Pflanze und Tier auch hier einen sinnlos hohen Arbeits- und Mechanisierungsaufwand erzwingt. Futter für 4.500 Milchkühe, 3.500 Bullen und Jungvieh, 1.200 Sauen, 10.000 Mastschweine, verteilt auf Dutzende von Stellen einer Tierhaltungs-LPG, mit der die Pflanzenproduktion Schönfels zusammenarbeitet. Nicht nur die weiten Transportwege kosten unnötig Zeit und Geld, auch der Verwaltungsaufwand wächst ungeheuer mit der Gigantomanie, in der die DDR-Landwirtschaft bisher ihr Heil suchte. Prozent des DDR-Staatsetats sind Zuschuss für die Landwirtschaft. Vom Futter bis zu Milch und Fleisch, vom Getreide bis zum Brot wird alles hoch subventioniert. Um die Subvention sprudeln zu lassen, müssen die Brigadiere von Tier und Pflanze fortwährend prüfen, rechnen, messen, wiegen, bewerten. Einverstanden? Ja, Ordnung. Gut. Damit keiner übervorteilt wird bei der Futterabrechnung, kommen Proben von jedem einzelnen Schlag ins Labor. Die LPG Schönfels kann im eigenen Labor analysieren, spart Transport und Wartezeit und ist dadurch auch auf diesem Gebiet produktiver als der Durchschnitt. Bei der Frühjahrsbestellung 1990 verlief noch alles wie immer. Mit dem Werkstattwagen schaukelt die Kartoffellegebrigade von der Brotzeit in einem der 16 LPG-Dörfer zurück aufs Feld. Die Schlepperfahrer sind in der Sprache der DDR nicht bloß Traktoristen, sondern jeder ist ein ausgebildeter Mechanisator. Nicht ohne Stolz zeigen wir Ihnen am Anfang unsere Maschinen. Eine moderne, schlagkräftige Technik, mit deren Hilfe wir die Naturkräfte steuern und nutzen. Nur der konzentrierte Einsatz modernster technischer Hilfsmittel versetzt uns in die Lage, schnell und flexibel zu handeln. Angepasst an die wechselnden Witterungsverhältnisse. Der wertvollste Schatz unserer Genossenschaft jedoch sind unsere Mitarbeiter. Jeder Einzelne verfügt über mehrfache Qualifikation, beherrscht den gesamten Maschinenpark und einen handwerklichen Beruf. Dadurch ist er variabel und effektiv einsetzbar.
erst die Leistungen unserer Mitarbeiter, ihr Wille, ihre Kreativität und ihre Betriebsverbundenheit garantieren unsere Erträge. Materielle und finanzielle Erträge, die bei unserer Vergleichsgruppe und Bodenklasse im Landesmaßstab Leistungsspitze sind. Nicht über 23 gehen und diese herrschen Bedingungen. Probieren wir trotzdem? Ich würde eine halbe Stunde oder Viertelstunde kann man noch warten, dass der Wind noch ein bisschen durchstreicht. Die Schüttler hast du alle richtig leer gemacht, haben wir genau kontrolliert. Ja, haben alles sauber gemacht. Noch eine Viertelstunde intensive Sonne und dann geht's los. Die Persönlichkeitshaltung von so einem Menschenbrigadier kommt es direkt an. Ob er Sympathien genießt, ob er in der Lage ist, die Leute mitzureisen. Fachlich so versiert ist, dass er noch möglichst viele richtige Treffer macht bei der Entscheidung. Aber in dem Umfeld, was sie ja als Aufgabenstellung haben, sollten sie selber entscheiden. Am zweckmäßig zu entscheiden, dieses und jenes zu machen ist. Fuschst du ihnen dazwischen? Auch. Und nur wenn ich den Empfinden habe, dass es besser ist. Aber je mehr die Autorität des einzelnen Leiters ausgeprägt ist, umso weniger braucht man das und umso weniger traut man sich auch. Aber ich mache das nicht, um die Autorität der Leiter zu schwächen. Schön ist es, wenn viele Autorität besitzen oder alle. Tut es gibt gut, weißt du das? Zieht der Plex schnurren oder kippt er hier zwischen? Du musst ja ein bisschen wechseln, weißt du? Nee, dass ja, immer den Moment nützt, immer so ein bisschen im Abstand, sobald der Fahrzeug hier ist, weil jetzt noch ein zweiter hier ist. Pflanzenproduktion Schönfels.